PowerPoint-Präsentation zu finden und jetzt freuen wir uns auf Annegret Barth. Da ist sie. Hallo. Wir hören etwas über das Geheimnis Harmonisieren der Farben. Da bin ich sehr gespannt. Harmonierend, habe ich falsch gesagt. Harmonierend. Lesen hilft weiter. Ja, das Thema ist ganz wichtig, weil gerade bei PowerPoint-Präsentationen steht noch immer vor der Frage, welche Farbe nehme ich jetzt da, dass das noch halbwegs gut aussieht. Und als Laie tappt man da ziemlich im Dunkeln. Ja. Und deswegen bin ich jetzt dankbar, dass die Annegret den Vortrag präsentiert. Ja, Farben wahrnehmen, mit Farben gestalten, das tun alle Menschen ihr ganzes Leben lang. Bei der Auswahl von Kleidung zum Beispiel oder bei der Gestaltung der Wohnung, bei Hobbys wie Fotografieren oder PowerPoint-Präsentationen gestalten. Manche Leute haben da ein Händchen, sind besonders begabt und andere weniger. Es gibt aber ein paar Regeln, Zusammenhänge, wenn man die kennt, dann kann man auch ohne Begabung da ein Stück weiter kommen. Machen wir zunächst möglichst viele Farben, unterscheiden ungefähr 200 Buntarten. Wir geben ihnen Namen, zum Beispiel Zinnoberrot, Türkisgrün, Wasserblau. Dabei verlieren wir aber leicht den Überblick. Mit Namen Farben zu ordnen, ist schwierig. Wir bräuchten ein System. Je nach Einsatzbereich bieten die Farbenhersteller verschiedene Auswahlsysteme an. Es gibt sie als Farbfächer, Farbtabellen, Einsatzbereiche, zum Beispiel die Modebranche, Druckfarbstoffe, Bautenlacke oder auch Monitorfarben. Aber wie ordnen Menschen Farben nach ihrem Farbempfinden? Viele Forscher haben dazu Versuche durchgeführt. Einer davon ist der sogenannte Desert Island-Versuch von Dean B. Judd aus dem Jahr 1975. Versuchspersonen bekamen Steine mit dem Auftrag, diese Steine der Farbe nachzuordnen. Ähnliche Farbtöne sollten dabei nahe zueinander gelegt werden, unterschiedliche weiter voneinander entfernt. Zuerst wurden die Steine immer in bunte, farbige und graue, farblose Steine geordnet. Anschließend wurden die grauen Steine der Helligkeit nachgeordnet. Das haben also alle Versuchspersonen gleich gemacht. Im folgenden Sortiervorgang teilten die Versuchsteilnehmer die Steine in gelbliche, bläuliche, grünliche und rötliche Steine und die grünen, die wurden dann noch weiter sortiert in gelbgrüne, normalgrüne und blaugrüne Steine. Zuletzt wurden die Häufchen dann noch genauer in hellere und dunklere Steine sortiert und nach ihrem Anteil an Grau unterschieden. Der Mengenanteil von Grau in einer Farbe heißt auch Sättigung oder Buntheit. Im Unterschied zur Buntart, also die Farben, wie wir sie nennen, gelb, blau, grün, rot und so weiter. Aus dem Versuch ergeben sich drei Dimensionen, nach denen Farben geordnet wurden. Hier ist das dargestellt als räumliches Modell. Die Helligkeit wäre also die Höhenachse, die Buntart als Farbkreis entlang des Äquators und die Sättigung, das wäre der Abstand des Farbtons von der Mittelachse. Dass die Sortierung so und nicht anders erfolgt, das ist kein Zufall, sondern liegt am Aufbau unserer Augen. In der Netzhaut befinden sich Millionen Photorezeptoren, die sogenannten Zapfen. Es gibt drei verschiedene Zapfenarten, die auf drei verschiedene Lichtbereiche ansprechen. Eine auf rotes Licht, eine auf blaues Licht und eine auf grünes Licht. Werden nun die blauen Zapfen gereizt, sehen wir blau, bei blauen und grünen gleichzeitig sehen wir türkis, bei roten und grünen gleichzeitig sehen wir gelb und so weiter. So werden die Buntarten wahrgenommen vom Auge. Werden alle Zapfen gleichmäßig gereizt, dann sehen wir keine Farbe, sondern grau oder weiß, je nach Helligkeit. In den sogenannten bipolaren Zellen in der Netzhaut werden die verschiedenen Zapfen verschaltet. Das sehen wir hier. Rot minus grün misst den Rot- oder den Grünanteil einer Farbfläche und damit auch ihren Grauanteil. Blau minus Rot oder Grün misst den Blau- und Gelbanteil einer Farbfläche und den Grauanteil. Alle diese wissenschaftlichen Farbordnungssysteme beruhen auf diesen Erkenntnissen. Auch sie ordnen Farben nach der Helligkeit, der Buntart
und der Sättigung, wie vorher in dem Versuch auch rausgekommen ist. Hier zum Beispiel, das wäre der sogenannte LAB-Farbenraum der Internationalen Beleuchtungskommission. Aber was nutzt uns das Wissen um Helligkeit, Buntart und Sättigung, wenn wir harmonische Farben wählen wollen? Wir kennen nun die drei Messgrößen, nach denen Farben von Menschen unterschieden werden. Wir können jeder Farbe einen Ort im Farbenraum geben und wir können die Eigenschaften jeder beliebigen Farbe beschreiben. Harmonische Beziehungen zwischen Farben, bei denen sieht es genauso aus wie bei harmonischen Beziehungen zwischen Menschen. Einerseits passen Menschen gut zusammen, wenn sie viele gleiche Eigenschaften haben. Andererseits ergänzen sie sich auch, wenn sie sehr gegensätzlich sind. Hier sehen wir zum Beispiel Farben mit einigen gleichen Eigenschaften, die haben jetzt hier alle die gleiche Sättigung und haben auch die gleiche Helligkeit. Sie unterscheiden sich lediglich in der Buntart. Wir haben also drei verschiedene Bunttöne, die entsprechend in der Sättigung variiert wurden. In diesem Beispiel haben die kombinierten Farbflächen die gleiche Buntart und die gleiche Helligkeit. Sie unterscheiden sich im Sättigungsgrad. Wenn Sie unterschiedliche Buntarten kombinieren möchten, dann suchen Sie am besten welche mit dem gleichen Abstand im Farbenkreis aus. Hier ein Dreiklang oder ein Vierklang. Wenn die Farben noch dazu den gleichen Helligkeits- oder Sättigungsgrad haben, dann passen sie besonders gut zusammen. Manchmal möchte man aber bei allem Bedürfnis nach Harmonie auch ein wenig Spannung ins Spiel bringen. Und das gilt für Beziehungen genauso wie für Farben auch. Farben, die im Farbkreis genau gegenüberliegen, die nehmen wir als extrem unterschiedlich wahr. Ist auch kein Wunder, es werden sehr unterschiedlich, also genau die gegenteiligen Zapfen angesprochen in der Netzhaut. Sie ergänzen sich also in ihrer Leuchtkraft und steigern sich da gegenseitig. Spannung kann aber auch durch andere Gegensätze noch erzeugt werden, zum Beispiel, wenn man eine Buntart kombiniert mit Grautönen oder eine kleine Farbfläche kombiniert mit einer großen Farbfläche, dunkle Flächen kombiniert mit hellen. Unsere beste Lehrmeisterin in diesem Zusammenhang ist aber immer die Natur. Naturobjekte finden wir Menschen besonders schön, weil sie unsere Sehgewohnheiten schon immer bestimmen. Gehen Sie also so oft es geht hinaus und nehmen Sie die Harmonie der Farben in sich auf.